Jo Leute, Dero ist am Start und herzlich willkommen hier zurück zu Forza Horizon 2. Ich bin gerade auf dem Rückweg von diesem unnötigen letzten Event, was da gestartet ist. Ja, wie gesagt, das war gar nicht so geplant. Ich wollte jetzt eigentlich bei dem Grand Street Race weitermachen. Da fahre ich jetzt eben hin. Es ist ja eigentlich nicht weit. Oh, jetzt haben wir hier ein paar Lade... Oh, was haben wir jetzt hier? Ein paar Ladefehler? Gut, das ist manchmal... Oh mein Gott. Oh, jetzt haben wir aber hier einige, wa? Manchmal... Oh Mann. Das ist komisch. So, jetzt ist es, glaube ich, weg. Ja, manchmal, wenn die Welt nachlädt, dann kommt es schon mal zu Rucklern. Ja, und ihr hört, das Auto ist immer noch kaputt vom letzten Mal. Ich weiß nicht, wie man das reparieren kann während der Fahrt. Schade eigentlich, dass das nicht geht. Ja, finde ich ein bisschen doof. Das repariert sich aber gleich, bevor wir ins Rennen gehen. Das weiß ich. So, sie sind unter den besten 17%. Keine Ahnung, was damit gemeint ist. So, wir fahren einfach mal hier quer rüber. Bietet sich ja an. Hier hätten wir noch eine schöne Fahrspaßliste. Aber die machen wir jetzt erstmal nicht. Wir kümmern uns erstmal jetzt um unsere Rennen, die wir dann noch absolvieren müssen. Hier irgendwo ist auch noch eine Tafel. Mal sehen, wie wir da hinkommen. Vielleicht hier kommt... Ah, hier kommt man mit dem Auto, glaube ich, nicht runter, ne? Mann, ich wollte... Oh, erster Gang. So. Ne, kommen wir nicht durch. Da müssen wir runter. Aber da habe ich jetzt gerade gar kein Interesse dran. Ich möchte einfach nur das Rennen fahren. Hier kommt man hin. Da ist die Tafel. So. Beiz, Schnellreise, zerstörte Tafel. So, jetzt machen wir uns hier aber an das Rennen. Wie gesagt, das Auto wird jetzt hier für das Rennen repariert. Ja, mit dem Wagen bräuchte ich ja gar nicht antreten. Wir melden uns an. Natürlich mit unserem Audi. Mit dem geht es, glaube ich, am besten. Mit dem BMW. Oh, oh, oh. Will ich gar nicht wissen. Da hätten wir keine Chance. So. Und jetzt bin ich ja mal gespannt. Beim letzten Mal haben wir hier kläglich versagt. Mal sehen, wie es jetzt wird. So, Veranstaltung 2 von 4. Also, zwei Veranstaltungen haben wir hier schon abgeschlossen. Oder dann abgeschlossen. Das erste Rennen haben wir erfolgreich beendet auf Platz 3. Das zweite Rennen starten wir jetzt. Ich bin gespannt, wo wir stehen werden. Auf geht's ins Rennen. Oder in Rennen Nummer 2. Natürlich Bombenstart hier, dank Allradantrieb. So, jetzt geht's hier scharf rechts. Da bin ich ein bisschen abgekommen von der Strecke, macht aber nichts. Ich bin noch auf der 5 und das jetzt schon so schnell am Start. Hier muss man wieder aufpassen. Hier ist Verkehr mit unterwegs und ich glaube, wir werden hier sehr erfolgreich aus diesem Rennen rausgehen mit einem Affenzahn. So, vorsichtig, enge Kurve, dank des Allrads, kein Problem. Der klebt wirklich wie ein Brett, unser Pampers-Bomber. Wahnsinn. Nur bei den Bremsen, da muss man ein bisschen aufpassen. So. Hier sind wir auch schon ein paar Mal hergefahren. Boah, da haben wir ein bisschen die Kurve verpennt. Jawohl, deswegen werden wir auch gleich mal überholt. Jetzt sind wir schon auf der 6. Also die KI ist wirklich saustark. Hinter uns kommt ein Mercedes angeflogen. Boah, Wahnsinn. Boah, da müssen wir die Rückblende nehmen. Da wollte ich die Kurve schneiden. Das hat aber nicht ganz so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. So, jetzt aber. Oh, bisschen die Wand mitgenommen. Macht nichts, wir sind Sechster. Oh nee, das ist gar nicht gut. Oh, gut, gut. Das bringt uns gar nichts. Ja gut, die KI ist doch ein bisschen sehr krass, ne? Ich habe die jetzt schon auch sehr erfahren. Wenn ich die eine Stufe runterstelle, gewinne ich, glaube ich, wieder alles. Für mich müsste es genauso eine Stufe dazwischen geben. So, bisschen abgekürzt, aber das gehört ja bei Horizon dazu. Der Mercedes hinter mir, der ist wirklich saugut im Topspeed. Beide Mercedes sind saugut im Topspeed. Oh nee. Oh, oh mein Gott. Ja. Scheiße, da habe ich die Kurve schon gut geschnitten. Oh, und dann ist da so eine Senke drin, die mein Auto aushebelt komplett. Scheiße. So, neuer Versuch. Also mit Bremsen hat der Wagen es nicht so, ne? Obwohl wir schon die besten Bremsen drin haben. Vielleicht können wir noch andere Reifen einbauen. Oh, das Rennen ist gleich vorbei.
Nochmal richtig Highspeed hier. Oh nein, die Mercedes kommen angeflogen. Fünfter und Dritter. 24 Punkte jetzt. Geht in Ordnung. Also, das kannst du Geht in Ordnung. Konzentrier dich. Wunderbar. So, fortsetzen. Wir sind Dritter. Sehr schön. Alles wunderbar. Aufzeichnungen brauchen wir uns nicht ansehen. Wir machen unsere Bilder außerhalb von Rennen. Sehr schön, auf jeden Fall. Wow. 92.000 Credits haben wir jetzt insgesamt. Das war doch ein ganz gutes Rennen. Haben wir doch noch gut gedeichselt irgendwie, ne? Stufe 9 haben wir fast erreicht. Rivalenrennen mache ich immer noch nicht. Habe ich nicht so die Interesse dran, finde ich nicht so toll. Wie gesagt, ich mag diese 1 gegen 1 Geschichte einfach nicht. So. Ah, hinter uns ist auf jeden Fall... Ah, da haben wir ein Credits-Rennen. So. Komm schon, jetzt leg dich doch mit mir an. Dein Fahrerprofil will ich. Komm. So, gegen den Profi-Driver-Teil. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob wir das gebacken bekommen. Ich versuch's einfach mal. Ja, der ist, glaube ich, schon falsch gefahren. Da haben wir Glück gehabt. Nein, muss ich gar nicht. Och, dieses scheiß Navi. Das Navi bringt mich andauernd falsch. Jawohl. Okay, vielleicht kann ich ja so weit zurückspulen, dass ich das Navi... Ach, scheiße. Scheiße, dann hat der Typ schon gewonnen. Beziehungsweise der Driver da. Weil das Navi wieder totale Scheiße erzählt. So, nee, wir können einfach hier... Wo fährt denn der Driver da hin von dem? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das Rennen, das gewinnen wir hier gerade locker, wenn wir hier nicht so dermaßen abfliegen würden. Der Driver da von dem ist auch irgendwie total falsch gefahren. Ja, da haben wir jetzt, habe ich jetzt den übelsten Bug gerade ausgenutzt. Ist die Ziellinie unten? Ist die Ziellinie unten? Ja. Gut, das Ding gewinnen war. Keine Ahnung, was der Driver da gemacht hat. Auf jeden Fall haben wir das Teil hier locker gewonnen. Ich wusste doch, dass sich das lohnen würde. Anna sagt nächstes Mal Bescheid, wenn einer der besten Driver-Tare vom Horizon in der Nähe ist. Ja, der Driver da war ja jetzt wirklich nicht schwer zu schlagen, ne? So, Credits-Belohnung. 27.000 Credits. Jawohl, einfach mal für so ein easy Rennen. Sehr schön. Nochmal 2.400 Erfahrungspunkte. Das heißt, wir haben einen neuen Wheelspin. Wir haben ein neues Level, Level 9. So, und wir drehen jetzt direkt mal. Mal gucken, vielleicht gewinnen wir heute ein Auto. Da wäre ich auf jeden Fall nicht abgeneigt. Oh nein, ganz knapp am Auto vorbei. Schade. So, wir schauen jetzt mal. Wir können ja mal zu einem Autotreffen theoretisch gehen. Oder wir machen noch ein Rennen. Oder wir machen die Fahrspaßliste. So, dann drehen wir jetzt mal eben um. Ist ja easy gemacht mit unserem schönen Allrad. So, ach ja, hochschalten muss man. Hochschalten muss man. So, dann machen wir heute noch die Fahrspaßliste. Mal sehen, was da auf uns wartet. Ich kann es nicht sagen. Das werden wir erst sehen, wenn ich da bin. Ja, das war ja mal ein super geiles Rennen, oder? Da hat der Driver da sich aber schön verfahren. Hätte ich nicht gedacht, ja. So wie mein Driver, beziehungsweise mein Navi hat ja auch gesagt, oh, mein Navi hat ja auch gesagt, bitte dreh um. Aber das wäre ja Quatsch gewesen. Ich musste ja gar nicht, oh, das war sauknapp. Ich hätte ja gar nicht umdrehen müssen. Achso, hier ist noch eine Erfahrungspunktetafel irgendwo. Bevor ich jetzt hier vorbeirassel, wenn ich schon mal hier bin. So, schauen wir mal, die muss hier irgendwo direkt stehen. Da ist sie. So, 1000 Erfahrungspunkte. Dann haben wir hier vorne irgendwo noch eine Schnellreisetafel. Ich weiß noch nicht so ganz, was die bewirken, aber die nehmen wir auch mal mit. Da sind wir schon vorbei. So, wo haben wir sie denn? Ich müsste jetzt gleich direkt vor... Ah, da ist sie ja. Bei schneller Reise zerstört. So. Hier haben wir auch noch ein schönes Mofa. So, jetzt aber wieder hier zurück auf die Straße. Denn da geht es nur richtig rund. Ne? Hier können wir ja nur die Power von meinem RS4 Avant ausleben. So, wunderbar. Schön hier durch. So, und jetzt schaue ich mal, und ich bin gespannt, was uns bei der Fahrspaßliste erwartet. Da sind ja teilweise richtig heiße Sachen. Ich glaube, der ein oder andere weiß schon, was man da so finden kann. Also da kann man wirklich teilweise Wahnsinnsauto fahren. Wahnsinnsautos, nicht Wahnsinnsauto fahren. Man kann natürlich auch wahnsinnig Auto fahren. Ja, das sowieso. So, hier ist noch eine Erfahrungspunktetafel. Zack. Ja, die nimmt man natürlich mit. Ja, warum auch nicht. Bietet sich ja auch an. So, und dann müssen wir nochmal bei Zeiten gucken, ob wir für den Audi hier noch andere Reifen oder was drauf bekommen. Damit wir vielleicht besseres Bremsverhalten haben. Das können wir aber auch in der nächsten Folge machen. Wir fahren jetzt erstmal hier
und machen die Fahrspaßliste. Da haben wir also eigentlich mit einem Auto, was ich nicht so gerne habe, aber gut, das machen wir jetzt trotzdem mal. So, weichen Sie den Mittagsverkehr in einem Pagani Zonda C aus. Ja, ist jetzt nicht so mein Favoritenauto. Wir machen es trotzdem mal. Zeigen Sie Fasstrefferfähigkeit. Im Kreisverkehr die zweite gut, Ausfahrt. Dann machen wir das. Fasstreffer, so. Oh, das war schon nicht so gut. Boah. So, verbleibende Zeit. Wir haben noch 2 Minuten. Wir werden das noch schaffen. Wir schaffen das noch. So, 20 Fasstreffer. 3 Stück haben wir schon. So, 4, 5, 6, 7. Oh, das war ein Treffer. Oh, das war ein Treffer. Oh, das ist ja gar nicht so einfach. Man muss ja auch nicht so rasen, ne? Wir haben ja noch 2 Minuten Zeit. So, den kriegen wir auf jeden Fall als Fasstreffer. Zack. 9. Jetzt gleich haben wir schon die Hälfte. Dann langsam gehen uns aber die Autos aus. Zack. Ja, hier haben wir noch einen Bus. Ja, klar. Oh nein, das war ein Volltreffer. Dann nehmen wir mal die Rückblende. Es ist gar nicht mal so einfach, einen Fasstreffer zu erzeugen. Muss ich jetzt gerade ganz ehrlich mal sagen. So, Fasstreffer 10. Jetzt haben wir die Hälfte. So, ein bisschen langsamer kann ich fahren. Ich habe noch ein bisschen Zeit. So, Fasstreffer. Ah, das ist nicht so einfach. Da muss man schon echt sich was trauen. Ja, weil desto schneller du bist, desto empfindlicher wird auch das Auto beim Lenken. Und gerade in Kurven so ein Fasttreffer. Ah, der hat, glaube ich, nicht gezählt. Wobei ich schon ziemlich nah dran war. 13. 7 Autos fehlen noch. 14. Ja, kommt schon. Ein paar Autos brauchen wir noch. Ein paar fehlen noch. 14. 6 Stück fehlen noch. So, 5. Oh, ich dachte, ich kann... Oh, nee, ich kann sogar geradeaus drüber. Jawohl. Das machen wir gleich nochmal. Ich dachte, da wären Wände. Beziehungsweise Mauern. Oh, nee, jetzt muss ich den Fasttreffer nochmal machen. So, wunderbar. So, hier irgendwo... Jawohl! Hier irgendwo, wollte ich gerade sagen, können wir drüber. 1 Minute noch für 6 Autos. So, Fasttreffer. Großartiger Fasttreffer. Komm, 5 Stück noch, das schaffen wir. Plus noch ins Ziel fahren. In 400 Metern zack, zack, zack. Abbiegen. 17. 18! Oh. Okay, da muss ich rechts vorbei. Ist gar nicht mal so einfach, ne? Der biegt jetzt links ab. Nein, diesmal nicht. 16, was? 16 nur? 16 nur? 17. 18. 19. Einer fehlt noch. Das ist der vorne, dieser kleine Kombi. 20. Haben wir es doch geschafft. So, wir haben 20 Fähigkeiten verdient. 20 Fähigkeiten verdient ist bestimmt jetzt die falsche Übersetzung. 20, was auch immer. So, das gibt nochmal schöne Credits, 10.000 Stück für diese Fahrspaßbelohnung, wie auch immer. So, insgesamt haben wir jetzt 4.900 Erfahrungspunkte bekommen, sind sogar schon somit fast auf Stufe 10. Ist doch wunderbar. Und damit können wir die Folge wunderbar ausklingen lassen. Ich bin immer noch ein bisschen überfordert mit dem Spiel, weil man einfach so verdammt viel machen kann. Ich will am liebsten alles immer gleichzeitig machen und wie ihr seht, klappt das vorne und hinten nicht. Aber das kommt mit der Zeit, wenn wir das schon hinbekommen. Bin ich zuversichtlich. Ja, wir müssen uns einfach nur ein bisschen sortieren, ein bisschen mal mehr strukturieren, wann wir was machen und so weiter und so fort. So. Du siehst aus, als hätte dir das... Dann gucken wir mal. Fotomodus einmal. Du siehst aus, als hätte dir das Spaß gemacht. Bla, bla. Ja, ist klar, ne? So, mein Audi neben dem Pagani. Das sieht doch nice aus. So. Bisschen reinzoomen. Bisschen zurück. Wunderbar. Foto. Alle schön lachen. So, und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich mit dieser Folge. Ich bin raus. Wenn euch das Ganze gefallen hat, knallt den Daumen nach oben. Schreibt mir in die Kommentare, was wir vielleicht beim nächsten Mal machen sollen. Ich bin raus, euer Dero. Macht's gut. Bis dann. Ciao.